So, und an der Stelle, moin Leute, was geht, euer Julian hier und ja, meine lieben Freunde, heute kommt seit langem mal wieder ein Tagesvlog. Das heißt, Leute, ich nehme euch über den ganzen Tag mit, ich werde so viel wie es geht mitfilmen und ihr erfahrt einfach mal, was ein Julian TV den ganzen Tag so macht. Ja, meine lieben Freunde, ich gehe jetzt gleich duschen, dann frühstücken, ein bisschen zocken, chillen, ausruhen, was weiß ich. Und dann, meine lieben Freunde, geht's nachher runter in die Stadt, wir wollen essen fahren, meine Mama, Julian und ich. Ja, wir werden Pizza essen und was weiß ich nicht alles. Und wollen uns einfach einen chilligen Tag machen. Und ja, let's go. Einmal blaues, immer blaues, hey. Hey. Einmal blaues, immer blaues, hey. Hey. Einmal blaues, immer blaues, hey. Hey. Einmal blaues, immer blaues, hey. Bin jetzt mit Frühstück machen fertig, also mit Duschen und Zähneputzen und Haare kämmen. Und jetzt, meine lieben Freunde, mache ich mir Frühstück. So Leute, ja, wie gesagt, mache ich jetzt Frühstück. Bei mir gibt es gefühlt immer Müsli so Frühstück. Ich mache mir immer eine Schüssel voll Müsli, also nicht voll, aber so halb voll. Und ja, vertraut mir Leute, Müsli, Frühmorgen oder Cornflakes, beste Leben. Also ich bin auch, ich weiß nicht, ich kann auch am Frühmorgen stehen. Toast oder so essen, also Toast kann man klar auch essen, aber richtig, Müsli ist einfach, weiß nicht, passt einfach, passt für mich einfach besser. Ja. Dann mache ich, wie gesagt, meistens ein paar Löffel rein, sodass die Schüssel dann halb voll ist ungefähr. Der Übung. Ungefähr so um den Dreh. So ungefähr, wie gesagt, fast halb voll. Ja. Und dann kommt die Misch, Leute. Ganz, ganz wichtig, Müsli zuerst und dann die Misch. Mach das immer andersrum. Bruder, bei dir im Leben ist sehr viel falsch gelaufen. Also egal, wer es andersrum macht, sehr viel falsch gelaufen, muss man sagen. Ja. So. Passt. Und dann gibt es noch einen Apfel als Nachschuss dazu. Ja. Und nebenbei gucke ich Gott Doktor. Kann ich euch nur empfehlen, Leute, das ist ein Arzt der Autismus. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Die Serie gucke ich mir jetzt schon zum zweiten Mal. Die habe ich schon einmal durchgeschaut oder durchgeguckt. Und ja, wirklich sehr, sehr cool. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zur Busstelle. Und dann geht es runter in die Stadt. Und dann gehen wir schon essen. Machen wir wieder weiter an den Start. Let's go. Ja, machen wir uns einen spannenden Tag. Ja, und dann fahren wir nachher wieder hoch. Vielleicht noch Fußball spielen. Mal schauen, was wird. Wir sind jetzt am Bahnhof angekommen. Und jetzt geht's zum Döner. Zum Dano-Döner. Vertraut mir, Leute. Sehr, sehr geil. Und da gehen wir jetzt schön Pizza essen. Und Pommes und holen uns was zu trinken. Wir sind jetzt beim Döner. Meine lieben Freunde, haben Sie etwas zu trinken wollt? Ich habe mir heute mal so, wie heißt das nochmal? Eiwein oder so. Eiweißtrink oder sowas. Ja, wie heißt das? Eiwein? Eiwein. Eiwein, genau. Ja. Das koste ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe das noch nie getrunken in meinem Leben. Also, für mich ist es wirklich das erste Mal. Gut riechen tut's. Aber schmecken tut's nicht. Ich. Nee. Ich will es selber nicht probieren. Das sind alle Türken. Tut mir leid. Das ist nicht mein Türken. 0 von 10. Nee, das kann nicht. Ich hab dich gewarnt. Du wolltest ja unbedingt kosten. Ich will ja kosten, na klar. Dafür sind wir noch da. Wir müssen neue Sachen probieren. Ja. Wir warten jetzt auf unsere Pizza und auf Pommes. Und ich hol mir jetzt immer ein neues Getränk. Ja. Meine Mutter kostet das jetzt auch? Ja, das ist wie Buttermilch. Ja, ja, sowas. Die Reaktion darauf, Junge. Ist voll bitter.
Aber man muss das wirklich mögen, dieses Bittere. Ich weiß nicht. Das sieht ja alle Löcher zusammen. Ich brauche eine Peppers, echt. Ey, geil, Mann. So, meine lieben Freunde, wir haben hier die Pizza. Wie lange das passt. Eine Pizza Stelke, die Pommes, Herr Klammer. Ich liebe Pommes. Aber glaubt mir, Leute, Pommes auch besser als. Pommes wirklich besser als Chips und so. Also Pommes könnte mir jeder Abend einfach so wie so ein Chips. Das geilste kann. Ja. Pizza bekommt von mir eine gute 9 von 10. Die Pommes, ich liebe Pommes. 10 von 10, Pommes sind richtig geil. Krustig, passt. Mayo schmeckt sehr gut. Ja, wir lassen es jetzt schmecken. Let's go. Wir sind jetzt fertig mit Essen, fahren jetzt nach Hause, ruhen es ein bisschen aus, zocken noch ein bisschen. Machen es noch ein Chilligen, vielleicht mal hinlegen, weil ich bin noch ein bisschen müde. Mal schauen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Fußballplatz. Ja, Julian hier, auch an Start. Wir treffen ein paar Freunde. Das sieht gerade aus nach Magdeburg. Jetzt nicht die beste Mischung, aber egal. Passt. Ja, und machen uns wie gesagt jetzt auf dem Weg zum Fußballplatz. Haben es jetzt so einen Treffpunkt ausgemacht mit ein paar Kumpels. Und dann wollen wir labern, chillen, alles mögliche. Das wird richtig cool. Ich werde gucken, dass ich überall mitnehme, überall ein bisschen mitfilme und dann mal schauen. Ja, wir haben mit den Tricks hängen. Nee, das klappt nicht. So eine richtige Stabilität, Ballkontrolle brauchst du da. Nee, nicht so. Nee. So richtig langsam, dass der Ball so richtig irgendwie so anhält bei dem. Ach so. Also jetzt vielleicht mal so. Oder meinst du? Wo bleibt die Pimmel zu, Digga? Nein. Mittag. Ich glaube, ich weiß. Das geht. Muss man? Nee. Wir sind jetzt angekommen am Fußballplatz. Kicken gerade ganz schön für die Kinder noch. Alle. Wirklich, ja? Ja, Philipp und Martin. Genau, machen wir uns jetzt hier entschuldigen und kicken. Man sieht das richtig doll hier unten an den Muskeln, der wie. Deshalb kann er auch die Powerschüsse, Alter. Junge. Digga. Ja, Philipp hört stabil, ja. So, Leute, wir haben schon einmal B gespielt und jetzt stelle ich auch noch mal ein bisschen Kamera auf. Ja, wir kicken es auch noch ein bisschen aufs Tor. Und ja. Ey, Martin, pass her. Ja, scheiße. Ja, wollen wir noch ein bisschen kicken. Und ich will ein bisschen noch mitfilmen. Ja. Wir machen uns jetzt nach Hause, Leute. Ja, es war mega cool. Hat extrem viel Spaß gemacht. Ja, es sind geschafft, reicht für heute. Haben ein bisschen gekickt. Wir waren jetzt eine Woche krank. Darum haben wir heute noch mal ein bisschen langsam gemacht. Ja, hat aber wirklich extrem viel Spaß gemacht, war echt cool. Schöne Grüße an Philipp und Martin und an die Jungs, die jetzt auch noch hier waren, wo ich jetzt nicht den Namen kenne. Und ja, wir sehen uns zu Hause. Zu Hause ist angekommen. Ja, ich war jetzt schon duschen, weil ich habe unnormal geschwitzt heute. Man hat es ja auch vorhin gesehen. Es war wirklich anstrengend. Ja, und jetzt gibt es gleich Abendbrot, noch ein bisschen zocken, mit Hunde rausgehen und den Abend einfach nur noch ein bisschen ausklingen lassen, noch ein bisschen chillen.
zocken, YouTube, Netflix schauen, was weiß ich. Ja, das wird nochmal ein chilliger Abend jetzt. Jetzt gibt es Armbrot. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Pizza gehabt vom vorhin. Ja, weil vor 3 Minuten die Pizza war wirklich sehr, sehr groß. Und darum habe ich dann gesagt, ich nehme mir den Rest mit und nebenbei noch Netflix schauen, so wie es sein muss. Bin jetzt fertig mit Essen, meine lieben Freunde. Ja, und jetzt geht's raus mit den Hunden und mit meiner Mama. Die kommt mit. Und dann werden wir einfach noch das Wetter ein bisschen genießen und eine große Runde mit den Hunden gehen. Zu Hause angekommen, meine lieben Freunde. Jetzt wird noch ein bisschen gezockt und gechillt. Und mehr wird heute nicht passieren. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Würde mich persönlich mega unterstützen und freuen. Und an der Stelle haut rein, Leute. Euer Jillen. Ciao, ciao.